über die 68er-Zeit, denke ich, eigentlich jeden Tag verschieden nach. Meine jüngste Version jetzt bei der Erinnerung ist, dass sie für mich eine intellektuelle Geschichte war. Ich habe ja 65 Abitur gemacht und bin gleich nach Berlin gegangen. Ich denke mal, 62 oder 63 hat es so etwas wie eine Initiation gegeben. Das habe ich auch mal aufgeschrieben. Da gab es in Nordrhein-Westfalen einen sogenannten Studienkreis für politische Bildung. Da fanden sich Studenten, die ihr Wissen in den 50er Jahren, ganz Anfang 60er Jahre erworben haben müssen, fanden sich zusammen und machten Angebote an Schüler, Gymnasialschüler in Nordrhein-Westfalen zu einer Art Workshop im Jugendhof. Und da bin ich von Gummersbach nach Waldbröl gefahren, in das ehemalige Kraft durch Freude Heim von Robert Ley und habe dort beim ersten Mal, ich kann mich genau erinnern, vormittags bei Jürgen Kocker die Frühschriften von Marx gelesen, nachmittags bei einem Germanisten Gedicht- und Literaturinterpretation gemacht. Das war von Mörike bis Beckett. Abends waren die Angebote Filmangebote, M, eine Stadt sucht ihren Mörder, Metropolis, der Untertan. Und die kommende Studentenbewegung war für mich irgendwie, wenn das alles einmal zusammenpassen würde und ich die Übergänge und die Zusammenhänge, was ich da so disparat gelernt habe, wenn sich mir das zusammenfügen würde, das wäre dann erstens die Wahrheit, zweitens das Richtige und drittens die Studentenbewegung. Das heißt, es beginnt bereits früher, nun ist es vermutlich auch ein Einzelfall mit Leuten wie Jürgen Kocker, durch solche Personen mit Literatur in Verbindung gebracht zu werden, beziehungsweise überhaupt dahin geführt zu werden. Jürgen Kocker, der ja Sozialhistoriker ist und durchaus auch später eine Größe wurde in einem gewissen universitären Rahmen, war dann 65 der Weg nach Berlin trotzdem eine Form von Flucht aus der Provinz? Ja, ich muss ein ganz klein bisschen korrigieren, was Sie sagen. Die Studenten damals, bei denen wir gelernt haben, und da könnte ich Ihnen noch Namen dazu nennen und mich erinnern an weitere Namen, das waren die späteren großen, sagen wir mal, der Studentenbewegung, der Uni. Das war nicht Zufall, das war jetzt nicht ein Einzelfall, sondern alle, die wir da durchmarschierten als Schüler, ob wir nun aus Düsseldorf kamen oder wie ich aus Gummersbach, das war kein Nadelöhr. Es war zwar ein Glücksfall, aber es war kein Nadelöhr. Es war so etwas wie systematische Begabtenförderung. Und diese systematische Begabtenförderung, mit der landete man links und bei der 68er-Bewegung oder machte sie mit, gestaltete sie. Also das war jetzt nicht irgendwie so ein ganz singuläres Schicksal. Ich habe mich dann prompt in einen Studenten verliebt von denen, die uns da unterrichtet haben. Und es musste Berlin sein und war auch sehr mühevoll. Bei der Bewerbung merkte ich sofort, das war dann ein Nadelöhr. Da wurde man schon von den Studenten, die in den Zulassungsausschüssen saßen, da wurde man schon auf Herz und Nieren geprüft. Und ab da war die Entwicklung eigentlich unabwendbar. Der Blick dann zurück von Berlin auf die Kleinstadt und auf die Provinz, der war dann sehr, sehr hart und sehr bitter. Inklusive Auseinandersetzung mit den Eltern, das ist ja ein häufig beschriebenes Moment. Wie war das bei Ihnen? War das ein harter Bruch? Gab es da Vorwürfe? Wie war das bei Ihnen persönlich? Ja, es war zum Teil ein großes Schweigen und in diesem Schweigen hat sich ein Bruch etabliert, der sehr, sehr stark gewirkt hat und dann auch auf Dauer angehalten hat. Das ging bis zu Einzelheiten wie Antibabypille und ich war katholisch aufgezogen in totaler oder in, sagen wir mal, in großer Kontrolle durch die Großeltern. Wir waren eine Flüchtlingsfamilie und da war man nie ohne Kontrolle, weil immer jemand zu Hause war und aufpasste, dass man nichts anstellte und dann auch in der Kirche zur Kommunion ging. Die Religion war eine sehr harte Sache. Ich kam nach Berlin und die Religion verschwand aus meinem Kopf. Ich habe das gerade in einem Zitat von Papst Franziskus gelesen. Der Glaube ist verdunstet und so ist es mir gegangen im Interzonenzug auf der Fahrt von Gummersbach nach Berlin. Und das hat ganz haltbare Brüche gemacht, ja, auf jeden Fall. Bleiben wir vielleicht bei den Brüchen. Was genau machte denn diese Brüche aus, die 68 quasi bei Ihnen auch ausgelöst hat? Es begann ja quasi mit Beginn Ihrer Studierendenzeit, kann man sagen, beginnt ja auch die Studierendenbewegung. Also wie war da vielleicht das Verhältnis vom Studium zu Protest, zu Inhalten der Germanistik? Was waren die Inhalte, die dann quasi 68 für Sie ausgemacht haben, auch im Vergleich zu dem, was man da als Studentin vorgesetzt bekommen hat? Ich kannte nun
ein paar der älteren Studenten, die mich früher unterrichtet hatten. Und die nahmen, die sagten mir klipp und klar, wo ich hingehen muss und was sich überhaupt nicht lohnt. Das, was sich überhaupt nicht lohnt, nach ihrer Auffassung, das betraf zum großen Teil die verpflichtenden Veranstaltungen meiner Fächer. Erst Germanistik und Philosophie und dann Französisch. Und was gelernt werden musste, das war ein Kanon und war auch super spannend. Ich habe davon am meisten oder am direktesten die Psychoanalyse mir zu eigen gemacht. Marx unter ferner liefen. Zur Psychoanalyse bekam ich einen Interpretationszugang, der vielleicht auch mit quasi meiner Literaturwissenschaft zusammenhing. Dann musste ich, was ja in der Germanistik gar nicht zu suchen hatte, musste ich zu Klaus Heinrich gehen, dem Religionsphilosophen und Religionswissenschaftler, von dem ich natürlich auch unendlich viel gelernt habe. Das war gar nicht zu vermeiden. Das war ein universales Wissen, mit dem ich dort konfrontiert wurde. Und ich konnte nur Tag und Nacht nutzen, um lektüremäßig halbwegs hinterherzukommen. Konnte auch das, was ich las, dann zwar alles aufnehmen, verstehen, aber entsprechend wenig speichern. Und die älteren Studenten, die so in dieser etwas dumpferen Zeit, Ende 50er Jahre, Anfang 60er studiert hatten, die hatten ein unvergleichlich größeres und haltbareres Wissen als ich. Ich bin eigentlich hinterhergelaufen und musste heute Benjamins Ursprung des Trauerspiels, morgen Heinrichs Schwierigkeit, Nein zu sagen, die Minima Moralia und alles, was quasi gleichzeitig erschien im Surkamp Verlag, das musste alles ad hoc gelesen werden und dann gab es ja auch noch die Studienfächer. Sie schreiben in einem Artikel, der vor einigen Monaten erschienen ist, in konkret, ich zitiere mal, so radikal war der Umbruch, der sich in diesen Jahren vollzog, so vollgestopft mit Ereignissen. Vielleicht nehmen wir da ein paar Ereignisse raus und vielleicht auch die, die jetzt Ihnen auch präsent sind, wenn Sie an die Jahre zurückerinnert werden oder sich zurückerinnern müssen. Welche dieser Ereignisse würden Sie denn als erste aufzählen, die so radikal auch waren? Also meine Immatrikulationsfeier wurde abgebrochen, unterbrochen. Die war sozusagen der, wenn man so einen historischen Moment, so einen Zeitpunkt braucht, so wie der Beginn der Berliner Studentenbewegung. Ich habe mich da in dem Artikel, vielleicht habe ich das missverständlich ausgedrückt, weil es so ereigniszentriert wirkt. Ich habe es eher als das Dauerereignis der Demonstrationen, einer ununterbrochenen Präsenz in der Uni, dass man eigentlich gar nicht mehr nach Hause gehen kann, ohne zu riskieren, das Entscheidende zu verpassen. So habe ich das eher erlebt. Also wie ich es dann natürlich auch in Erinnerung und Beschreibung gelesen habe, dass dieser Kongress das Entscheidende war und jene Demonstration, so habe ich das, da war ich auch ein bisschen teils zu jung, teils zu provinziell und teils zu bieder und zu brav, um die großen Erlebnisse nennen zu können als solche, die mich absolut geprägt haben. Ich habe eher dieses Dauerereignis als prägend im Kopf oder so erlebt für mich. Ein Ereignis, das Sie selber nennen in Ihrem Konkretartikel, ist ja die Schlacht vom Tegeler Weg, also November 1968, wo Sie schreiben, dass Sie ein wenig verschreckt gewesen sind von der Militanz dieser Auseinandersetzung, die da stattgefunden hat. Inwiefern war denn 1968 für Sie auch eine Auseinandersetzung mit Militanz, mit Gewalt, was ja eine Auseinandersetzung ist, die dann auch über die intellektuelle Auseinandersetzung vielleicht so wenig hinausgeht? Die große Gegengeschichte dazu und muss auch unbedingt genannt werden, dass man alles lernt und dass sich das alles richtig im Kopf zusammenfügen wird und dass man seinem Verstand unbedingt vertrauen kann. Also was ich damals irgendwie aufgenommen habe und woran ich heute noch festhalte und dass man sein Denken nie zur Rechtfertigung braucht, sondern zur Entwicklung von etwas, das hat dann zwar zu Ergebnissen geführt, die mich sehr von meinen Eltern getrennt haben, aber diese Hochschätzung des Verstandes, die habe ich eigentlich von ihnen übernommen. Das war nicht das, was definitiv trennte, höchstens die Ergebnisse. Was natürlich trennte und nicht nur von den Eltern, sondern auch von meinen alten Freunden in der Provinzstadt, das war der Zwang, Regeln zu durchbrechen. Also das, was dort unter schlechtem Benehmen firmierte und was ja Weiterungen hatte. Und das ist etwas, was wirklich auch für mich, für die Auseinandersetzung mit mir selbst, ein nie bewältigtes Thema gewesen ist. Immer wieder ein Versuch und immer ein Imperativ, aber immer eine harte Kiste.
Nun haben Sie ist der Teglersee so wichtig, ja, für mich. Und dann danach, ich weiß nicht, es ging dann irgendwo weiter, da war ich nicht mehr dabei. Dann kamen auch meine Freunde, die all das Schöne gelernt hatten, was ich dann auch gelernt habe in der Theorie, und erzählten mit leuchtenden Augen vom ersten Stein, den sie geworfen haben. Und da merkte ich, jetzt wird es für mich hart. Ob ich bis dahin komme, das ist doch mehr als fraglich. Und haben Sie dann ja ein Staatsexamen gemacht, sind den Weg zur Lehrerin gegangen. Das ist ja gleichzeitig die Zeit der Berufsverbote, wo es als Lehrer auch schwierig gewesen ist, wenn man eben sozusagen an dieser Bewegung teilgenommen hat oder auch nur in der Nähe dieser Bewegung gewesen ist. Inwiefern haben die Auseinandersetzungen, die 68 begonnen haben, dann auch im Laufe Ihres Berufs eine Rolle gespielt? Ja, ich habe im Gegensatz zu meinen politischen Freunden von der Rotzig, das war die rote Zelle Germanistik, und das war dann nochmal so eine für mich militantere Zeit jetzt bei den Germanisten. Im Gegensatz zu vielen Freunden dort habe ich eine Dissertation geschrieben. Das heißt, in der Zeit, wo die Freunde bereits Referendare wurden, um die Schule aufzumischen, das hat mich von den Freunden entfernt, schneller als ich es begriff, und es ging auch nicht von mir aus, war das sozusagen, galt das als ein Rückzug in die Theorie. Als ich dann aus familiären Gründen unbedingt in die Schule musste, weil es nämlich gar kein Geld mehr gab, da war die Entwicklung dort schon weiter. Es war aber wohl so, ich wurde doch mit strengen Augen angeguckt, ob ich jetzt vielleicht politischen Ärger bringe oder ob ich keinen politischen Ärger bringe, und fand das war ja 77, dass ich jetzt als schon nach dem Referendariat wirklich definitiv die Schule anfing, da habe ich große Orientierungsschwierigkeiten gehabt, weil ich nicht recht wusste, was das jetzt bedeutet. Ob Schule bedeutet, dass man seine ganze Vergangenheit und die Freiheit des Denkens aufgibt oder nicht. Und das war dann ein sehr mühseliger Weg. Es ist aber sicherlich nicht im orthodoxen linken Sinn, aber mit dem Vertrauen in den Verstand bin ich da immer ganz gut durchgekommen. Klingt jetzt etwas defensiv und ist sicher auch so. Und es hat auch dann die Zeit der großen Kämpfe in der Schule ging vorbei. Es kam dann die Schülerbewegung. Später hatte ich ja dann selber schon Kinder. Da wusste ich aber, das bin ich nicht mehr. Das waren tatsächlich die Schüler, die fingen viel früher an mit der Politisierung. Und ja, das war eine feine Sache. Nun sind Sie heute auch weiterhin noch tätig als Redakteurin zum Beispiel für die Ästhetik und Kommunikation. Haben Sie letztes Jahr, wenn ich mich recht erinnere, auch ein Themenheft herausgebracht unter dem Zitat Hashtag Frauen sind doof. Das heißt, eine Auseinandersetzung mit Feminismus findet bei Ihnen weiterhin statt, auch publizistisch weiterhin statt. Da ist natürlich die Frage naheliegend bei diesem Blick zurück auf 68 und folgende, wie die Auseinandersetzung mit Feminismus, mit Weiblichkeit Ihnen in der Retrospektive erscheinen. Ja, also es gibt ja natürlich Filme wie Der subjektive Faktor von Helke Sanders, die quasi das filmisch aufgreift, das, was 68 passierte. Sinngemäß ist da die Erzählung, die Frauen wurden an den Rand gedrängt, durften, wenn überhaupt, die Schreibmaschinen benutzen für die Texte der Männer. Und dagegen gab es ein Aufbegehren auch der linken politisierten Frauen. Wie ist Ihre Erinnerung zu diesen feministischen Auseinandersetzungen? Mich fand die 68er-Bewegung ein Angebot im Universalismus. Und es ist mir immer sehr schwer gefallen, den feministischen Standpunkt aus dieser Perspektive nicht als einen partikularen Standpunkt zu sehen. Erst jetzt vor ganz kurzem habe ich mal bei Konkret unter einem Artikel geschrieben, ich entdecke gerade den Feminismus für mich, so alt wie ich bin. Und das ist entspricht auch den Tatsachen. Ich konnte die unendliche Freiheit zu denken, was das Denken mir eingibt, auch nicht, was ich jetzt Interesse geleitet will, sondern das, worauf ich komme und was es mir anbietet. Von dort konnte ich ganz schlecht erstens den Weg in diese Unmittelbarkeit der unmittelbaren Selbsterfahrung gehen. Da hatte ich das hat mir nie eingeleuchtet. Das kam mir vor, als müsste ich etwas aufgeben, was ich mir gerade erst errungen hatte. Ich hatte das Gefühl, Feminismus ist so etwas wie eine Spezialisierung. Und das ist sicherlich vom heutigen Standpunkt nur zu verstehen, wenn man sich das Gigantische des Universalitätsanspruchs der 68er, der kritischen Theorie, dass man das Ganze haben will, dann kann man es vielleicht ein ganz klein bisschen erahnen oder entschuldigen, was das heißt. Aber davon bin ich heute noch geprägt und muss sehr, sehr, sehr an mir arbeiten, um
meinen feministischen Zugang überhaupt zu sehen und daraus etwas zu machen. Ich habe zwar, wenn ich mal eingeladen wurde, an einem Symposium, einen Kongress oder so teilzunehmen, einen Vortrag zu halten, habe ich zwar zu 90% war ich eine Quotenfrau, da war es dann gut, dass eine Frau hinkam, aber innerhalb des Feminismus habe ich kein Bein auf die Erde gebracht. Und es ist auch völlig korrekt so gewesen, ja. In vielen populären Darstellungen von 1968 gibt es ja eben diese Fokussierung auf dieses eine Jahr. Und das ist in dieser Darstellung dann sogleich der Höhepunkt als auch der Niedergang der Studentenbewegung und damit verbunden der antiautoritären Linken. Wenn man jetzt so ihre publizistische Laufbahn so ein bisschen verfolgt, kann man vielleicht eine gewisse Treue zum Anspruch der Gesellschaftskritik irgendwie erkennen. Sie bewegen sich dann zum Beispiel im Umfeld des Zaira-Verlages, wo Sie auch die Frauenreihe, wo Sie dafür mitverantwortlich gewesen sind, waren auch an die Diskussion beteiligt innerhalb des Zaira Verlages, wo es dann zu Brüchen gekommen ist, schreiben immer noch für die Konkret auch eine Aktivität in der Zeitschrift Streifzüge, die eher Wien-basiert ist. Das heißt, die Gesellschaftskritik haben Sie nach 68 nicht aufgegeben, wie es vielleicht für viele Protagonisten denn der Fall gewesen ist. Meine Frage zielt so ein bisschen darauf, was braucht es, dass man daran festhalten kann und inwiefern ist die Auseinandersetzung, die dem folgt, auch ein Resultat von dem, was 68 passiert ist? Ja, ich könnte mir denken, dass das mit meiner marginalen Rolle zusammenhängt, auch mit der doch irgendwo mangelnden Militanz, dass ich quasi in Dauer und Sturheit übersetzt habe, was andere vielleicht in kürzester Zeit abgearbeitet haben und auch verbraucht haben. Ich bin da absolut geprägt davon und ich habe auch wenig den Impetus verbraucht, der aus dieser Zeit stammt. Ich kann doch gar nichts anderes. Also ich kann schon mich selber diversifizieren, indem ich jetzt zum Beispiel heute mal mehr literarisch arbeite oder insgesamt weniger im ganz neutralen Sinn dogmatisch, sondern mehr erinnernd und zensurfrei etwas schreiben kann und auch sehr gerne mag. Aber im Prinzip habe ich das Geschäft von 65 aus den ersten Semestern. Ich ging zu Margarita von Brentano, die muss ich unbedingt nachschieben in Philosophie. Bei ihr habe ich das philosophische Geschäft gelernt. Bei Klaus Heinrich habe ich gelernt, dass es nur eine Wissenschaft überhaupt gibt und es keinen Sinn hat, das in Sparten aufzutrennen. So habe ich es dann in die Schule getragen. Ein Schulkind sagte irgendwann mal, als es wirklich nicht der Fall war, sagte zu mir, aber Frau, Sie wissen ja einfach alles. Und da musste ich so lachen, weil sie natürlich, das Kind natürlich nicht wissen konnte, was ich nicht wusste, aber auch, weil es irgendwie begriffen hatte, dass ich die Generation verkörpere, in der man Ethnologie, Kunsthistorie, Marx und alles auf einer Ebene rezipiert und durchdacht haben musste. Und es gibt, weiß Gott, keinen Grund, das habe ich ja nicht abgearbeitet, das noch stur weiter zu verfolgen, solange es eben geht. Bloß denke ich in immer weniger dogmatischen Formen. Und da kommen sicherlich auch Momente der Postmoderne hinein. Das wäre nochmal ein ganz anderer Schwenk für in so ein Gespräch. Aber Ilse Binzerl, ich danke für diese Einblicke, die vielleicht auch tatsächlich über das hinausgehen, was man in sonst so üblichen Erzählungen zu diesem irgendwie auch Spektakel, Jubiläumsspektakel, 50 Jahre erzählt gepunkt, dieses Dabeibleiben und dieses vielleicht auch im Kleinen, das heißt in dem Fall in der Schule, versuchen, den einen oder anderen Nadelstich setzen zu können. Ist Ihnen das gelungen? Ganz bestimmt. Das hängt aber auch damit zusammen, dass ich eine vorbehaltlos gute und freudige Übertragung auf die Schüler habe. Ich brauche heute noch, also wenn ich heute Schüler von damals sehe, mit denen ich Philosophie gemacht habe, dann werde ich ein ganz lebendiger Mensch und habe nichts anderes im Kopf, als etwas ganz Wichtiges mit ihnen zu bereden. Das ist ein Glücksfall gewesen, den ich mir vorher nicht hatte ausmalen können.